Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es in diesem Video um einen Lichtschalter, der smart zu steuern ist mit Apples HomeKit, mit dem Amazon Echo, mit dem Google Home und natürlich noch in vielen weiteren Kombinationen, was dieser Lichtschalter alles kann und für wen er sich eignet. Das werden wir uns in diesem Video einmal zusammen anschauen. Standardmäßig kostet der Meros Lichtschalter 30 Euro. Heute habt ihr die Möglichkeit, ihn für 23 Euro zu bekommen. Deswegen auch preistechnisch ein sehr interessantes Produkt. Wie gesagt, wir schauen uns gleich einmal alle Specs an. Wie immer ist der Link zum Deal für euch einmal in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Und bei Fragen gerne einfach alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben. Und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Der smarte Lichtschalter von Meros, beziehungsweise smarte Lichtschalter generell, ist ja immer so ein Thema. Ich persönlich habe mit vielen wirklich positive, mit anderen auch negative Erfahrungen gemacht. Ich persönlich habe in letzter Zeit festgestellt, günstige Anbieter setzen ja sehr gerne auf die reinen Touchflächen. Was allerdings zunächst einmal gut funktioniert, hat bei mir doch nach einiger Zeit immer für Probleme gesorgt, weshalb ich hier diese Meros-Lösung erstmal optisch zumindest sehr attraktiv fand. Hier hat man tatsächlich einen haptischen Schalter verbaut. Ich persönlich finde diese ganze Optik insgesamt sehr, sehr schön, sehr schlicht gehalten mit einer kleinen Regel-LED, die übrigens auch eine sehr spezielle Funktion erfüllt und vor allen Dingen sehr leicht zu verbauen. Den Lichtschalter selber habt ihr wirklich innerhalb von wenigen Schritten mit eurem Lichtschaltersystem zu Hause verknüpft. Das heißt, die ganze Kabelsteuerung etc. lässt sich sehr, sehr einfach durchführen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr keine Erfahrung habt im Elektrotechnikbereich, lasst das vielleicht von einem Elektriker machen oder von jemandem, der sich damit auskennt. Dann ist das operationstechnisch, nenne ich es einfach mal, überhaupt gar kein Problem und ihr habt das Ganze innerhalb von wenigen Minuten installiert. Die ganze Installation dann über die App-Plattform lässt sich wie folgt abbilden. Da ihr hier ein HomeKit-fähiges Produkt habt, könnt ihr natürlich, wenn ihr HomeKit-Nutzer seid, das Ganze direkt mit Apples HomeKit koppeln. Umgekehrt könnt ihr allerdings auch über die Meros-Plattform gehen und das Ganze hier ganz standardmäßig einrichten, sodass ihr HomeKit nicht zwingend benötigt. Die Meros-Plattform selber hat dann tatsächlich auch eine sehr, sehr interessante Funktion und zwar die Direktkopplung natürlich auch mit dem Amazon Echo oder dem Google Home. Das funktioniert tatsächlich über Meros wirklich sehr stabil, wie wir das über den Skill kennen und hier können wir dann das Licht auch ganz normal eigentlich via Sprache ein- und ausschalten. Sehr großer Vorteil dieses Lichtschalters ist, dass ihr ihn tatsächlich auch haptisch bedient könnt. Und das finde ich hier einfach riesengroß von Meros, dass man hier endlich so ein bisschen auch auf die Nutzer eingegangen ist und vielleicht auch auf die vielen Kommentare, die darauf hingewiesen haben. Hier habt ihr wirklich einen Knopf, ihr kriegt ein haptisches Feedback und das Ganze funktioniert dadurch bei mir auch schon seit über einem halben Jahr sehr, sehr zuverlässig. Die kleine Kontroll-LED zeigt euch übrigens an, ob der Lichtschalter gerade aktiv oder inaktiv ist. Jedoch kamen viele Kommentare auch in der Vergangenheit, die gesagt haben, hey, ich möchte mir das Ding vielleicht im Schlafzimmer installieren und wenn da so eine kleine Kontroll-LED einfach die ganze Zeit durchleuchtet, finde ich das persönlich nicht so gut, weil es eine Lichtquelle und Lichtquellen stören generell, wenn der Raum dunkel sein soll. Hat sich Meros gedacht, okay, machen wir es einfach ganz einfach. Über die Meros-App könnt ihr diese kleine Kontroll-LED jederzeit auch komplett deaktivieren, sodass sie sich auch für komplette dunkle Räume eignet. Ich persönlich finde diesen Schritt klein, aber fein und Meros zeigt einmal wieder, dass man hier wirklich auf die Publikumskommentare etc. eingeht und das wirklich in Produkten auch umsetzt. Von daher auch aus diesem Aspekt her ein sehr schöner Lichtschalter, der sich vor allen Dingen im Preis-Leistungssegment äußerst sehen lassen kann. Ich persönlich finde den Lichtschalter insgesamt wirklich gut. Was ich mir vielleicht wünschen würde, allerdings findet man das natürlich in höheren Preissegmenten, dass das Ding auch mit anderen Frequenzen etc. kompatibel ist. Hier mit 2,4 GHz natürlich für die meisten absolut gar kein Problem. Ihr seid nur darauf hingewiesen, alles andere funktioniert hier nicht mit diesem Lichtschalter und wenn ihr den haben wollt, dann würde ich definitiv aber auch für diesen Preis zuschlagen, denn für 23 Euro bekommt ihr meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Link auf jeden Fall zum Deal ist einmal in der Infobox für euch und wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten und hoffe bis dahin, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, gerne auch die Glocke aktivieren, dann seid ihr auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.